Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Burgbewohnerinnen, hier ja, bei unseren Apaden und bei der Frau von Dänisch, zu der wir beim letzten Mal wirklich Schockierendes erfahren haben. Sie ist eine Ungläubige, seine eigene Frau, die ihm so viele Söhne und Töchter geschenkt hat, ist eine Ungläubige und glaubt nicht an den Taltosismus. Das ist ein Schock. Diese Nachricht, die Dänisch auch noch auf seinem neuen Plünderfeldzug erreicht hat, das ist wirklich ein richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ein richtig krasser Schock. Und der führt schon dazu, dass Bratislava jetzt aufgrund des aufgedeckten Geheimnisses, das hat sie natürlich mitbekommen, dass unsere Spitzelin Anna das jetzt am Hof bekannt gemacht hat, dadurch weiß sie natürlich schon, dass irgendetwas Böses passieren wird, wenn ihr Ehemann nach Hause zurückkehrt. Denn der Ehemann ist als absoluter, ja, wie soll ich sagen, wie nennt man das im Religiösen, ein Hardliner, als religiöser Hardliner bekannt, als ein Eiferer, der das entsprechend jetzt beurteilen wird, wenn er nach Hause zurückkehrt. Und sie weiß wahrscheinlich schon, dass ihr da nichts Gutes blüht, zumal sie jetzt ja auch im Ansehen ja, dieser taltosistischen Religionsgemeinschaft natürlich völlig unten durch ist, auch im Ansehen unseres Reichstaltosch, also der Georgi zum Beispiel. Ja, und sie sorgt sich zurecht. Das ist so ihr Standpunkt der Zeit. Aber wir haben jetzt erstmal, bevor es zu dieser Begegnung kommen wird, haben wir noch ein bisschen was zu tun in Böhmen hier. Und zwar dort, wo unsere Freundin Jolan, der wir immer noch treu ergeben sind, herrscht. Die hat Probleme mit einem Bauernaufstand, weil sie hier in zwei Kriegen gleichzeitig ziemlich zermalmt worden ist, offenbar. Aber wir wollen uns wenigstens hier die Versorgung wieder zurückholen. Das wird doch wohl jetzt hoffentlich klappen, oder? Aber wir kriegen aber keinen Vorteil. Wir kriegen keine Versorgung, weil wir hier in diesem besetzten Gebiet sind. Dann müssen wir noch einen weiter marschieren, denn das will ich jetzt ordentlich haben hier. Ja, plus 20 im Monat und plus 20 im Monat. Das ist gut, also das will ich jetzt zumindest haben, dass wir nicht mehr unterversorgt sind, bevor wir die Unterversorgten übrigens Rebellen auch angreifen. Okay, wir kriegen Beute noch aus dem Norden, 99 Gold und Prestige. Also wir sehen, das Prestige ist wieder total stark geworden. Genau, hier wird belagert, das wissen wir ja. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr wissen. Und der Hook ist bald weg. Also dieser, wie nennt man das? Dieser Haken. Wie heißt denn das hier im Deutschen? Druckmittel, nee. Doch, es ist ein Druckmittel, genau. So heißt es im Englischen dann Hook. Genau. Tja, auch Voimil ist ungläubig. Dass wir da nichts gegen tun, finde ich auch irgendwie schwierig. Auch da werden wir uns dann drum kümmern. Das kann ja eigentlich auch nicht sein, dass wir da ohne Druckmittel rumlaufen, weil wir sind eifernd und das können wir nicht akzeptieren, denke ich mal. Ziemlich deutlich. Druckmittel abgelaufen, okay. So, die sind wieder fit. Die hier sind es noch nicht. Und sie verlieren jetzt wieder. Ach, weil die Einheit hier rumläuft. Ach, Leute. Das kann doch jetzt nicht sein, dass wir deswegen unterversorgt sind. Ja gut, dann warten wir halt noch einen Monat. Meine Güte. So, die nächsten Plünderer kommen heim. Wieder Prestige und Gold. Und damit können wir diese Truppen auf jeden Fall schon mal nach Hause schicken. Auch wenn es 4 Monate dauert. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Da mache ich mir mal keine Sorge. Oder hatte ich die jetzt nicht als Räuber entlassen? Das kann auch sein, dass es daran lag. Dann habe ich jetzt gameplay-mäßig einen Fehler gemacht. So, wir können übrigens Guardian can be assigned. Also ein Vormund kann für Apat eingesetzt werden. Er ist also 6 Jahre alt, unser zeugungsunfähiger, keuchender Sohn, der so ein bisschen Probleme macht. Er ist ein nachdenkliches Kind. Hat ja auch den Bildungsfokus gewählt. Schauen wir doch erstmal, was er hier gewürfelt bekommt von uns, wo er sich jetzt quasi hin entwickeln wird. Also, es ist direkt die 1, also er wird auf Kriegführung gehen. Wow. Schwerpunkt auswählen, alles klar. Dann braucht er dementsprechend auch einen Vormund. Das könnten wir ja selber sein. Und ich denke, das ist okay. Vielleicht liegt uns besonders viel an ihm, weil wir auch wissen, dass es um seine Gesundheit so ein bisschen
schwächer bestellt ist und dass er hier von uns natürlich am besten ausgebildet werden kann. Machen wir das selbst. Kind unterrichten, die anderen sind jetzt ja erwachsen. Und Yolan ist irgendwie mega unglücklich. Also sie ist pleite, sie kriegt ihr Land nicht in den Griff. Da weiß ich auch noch nicht, was wir da machen sollen auf Dauer. Wenn wir ihr hier geholfen haben, das ist ja schön. So, also die Aufgabe von Anna ist jetzt beendet hier drüben. Was hat sie denn rausgefunden? Ein Geheimnis von Ludmila von Sandomirsch, Kindesabstammung. Das gucken wir uns hier mal an. Illegitimes Kind von Prinz Gesa und Ludmila. Das ist interessant. Illegitimes Kind, das Gesa gezeugt hat. Oh, guck mal, was hat die denn für komische Schlauchbootlippen? Was ein Duckface hier. Das sieht ja witzig aus. Ja. Deswegen wird sie hier noch anders einsortiert, aber wir wissen es natürlich. Ich würde sagen, erpressen wir sie? Nein, ich glaube, das aufzudecken ist besser, oder? Was passiert denn? Wenn wir das aufdecken, vernichtet das alle Druckmittel auf sie. Aber weil Gesa dran beteiligt ist, wird das möglicherweise hier zu Problemen führen können. Genau, Druckmittel, Kindesabstammungsgeheimnis. Druckmittel und mögliche Druckmittelgeheimnisse. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt passiert, wenn ich das oder das mache. Erpressen. Ein von euch entdecktes Geheimnis einsetzen, dann kriegen wir aber doch nur ein Druckmittel gegen Ludmila. Und nicht gegen Gesa, oder? Erpressen wir beide gleichzeitig dann, weil er taucht hier in der Liste nicht auf. Da müssten wir doch normalerweise jetzt ihn erpressen drum. Ah, schauen wir mal. Kindesabstammung. Verliert Meinung, kommt einer Rivalität näher, erhält ein starkes Druckmittel gegen Ludmila. Aber ist das nicht unlogisch? Wenn sie ein illegitimes Kind von Gesa ist, müsste er doch genauso ein Druckmittel abbekommen. Weil das ja für ihn auch irgendwie ehebruchsmäßig ist. Obwohl, naja, stimmt ja nicht, weil wenn er vorher... Aber er war ja schon verlobt mit Aniko. Das ist ja trotzdem illegitim und auch nicht legal in dem Sinne. Oder sollen wir das aufdecken? Weil wenn wir es erpressen, dann bekommen wir zwar gegen sie ein Druckmittel, aber das Geheimnis wird ja nicht aufgedeckt. Das heißt, es ist ja gar nicht bekannt, was Gesa gemacht hat. Ich werde das aufdecken. Doch, doch. Weil vielleicht hilft uns das. Vielleicht sind hier Aniko und Gesa unter einer Decke. Gesa ist jetzt auch kein Verwandter von uns. Aniko schon, aber da muss sie ja selber mit dealen, was sie damit macht. Wir decken das Geheimnis auf. Und damit ist er jetzt nämlich als Ehebrecher bekannt und wir haben sogar einen Einkerkerungsgrund. Ich habe offenbart, dass Ludmila... Ach so, es geht um ein Kind von Ludmila und jetzt... Ah, das habe ich falsch verstanden. Atleta ist ein Kind von Gesa und Ludmila. So, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich das auch endgültig kapiert. Das heißt also, sowohl sie als auch er sind jetzt hier, könnte man jetzt hier gefangen setzen. Tja, allgemeine Meinung minus 5, man könnte ihm einen Titel aberkennen. Spricht da etwas für? Er findet auf jeden Fall nicht gut, dass wir sein Geheimnis aufgedeckt haben, das ist klar. Er ist ja auch noch ein Bastardgründer, der seine eigene Dynastie hier aus Sapolja ausgegründet hat. Das ist ja sowieso kurios. Und dann hat er gleich wieder ein illegitimes Kind. Was sagt denn Aniko dazu? Wir sehen aber nicht die Meinung über ihn, ne? Wie sie über ihn denkt. Das wäre jetzt interessant, denn sie ist schwanger. Eieiei, da haben wir natürlich jetzt was angerichtet. Aber nun, okay. Wir decken mal weitere Geheimnisse auf. Wer weiß, was hier in Transkarpatien noch ans Licht kommt, über Aniko zum Beispiel. Das werden wir mal schön so lassen. So, aber wann ist jetzt hier endlich mal die Unterversorgung weg? Das kann doch nicht sein. Das wird, wisst ihr was? Rein.
rein und Feierabend. Also ich warte doch nicht hier, bis der das erobert hat. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Das stört mich doch jetzt extrem, dass die hier mit so schwachen Vorräten rumlaufen. Mal sehen. So, die Großfürstin inspiriert Rekrutierungen. Also sie scheint jetzt hier, wird sie jetzt arbeitswütig oder wie? Konzentrierte Anwerbung. In dieser Grafschaft ist die Rekrutierung von Aufgeboten bis ins Kleinste durchorganisiert. Plus 25% für 10 Jahre in Eschtergom. Trotz des schlechten Kriegsführungswerts eurer Königin. Ja, da hat sie wohl Glück gehabt, aber das wird, glaube ich, die Strafe wenig abmildern, die dann folgen wird. Immerhin erst zu ersteren, das ist gut, denn er ist nicht unterversorgt. Dann können wir diesen Bauerntölpel besiegen. Ja, damit ist die ganze Geschichte erledigt, weil er wurde gefangen genommen. Und unser Cousin Marton wurde freigelassen von ihm. Der war nämlich dort schon gefangen genommen. Marton, das ist der Sohn von Saul, demjenigen, der Mark, unseren Vater, auf dem Gewissen hatte. Also hier schließen sich wieder so ein paar Kreise. Verwundet, einbeinig, überhaupt kein guter Kämpfer. Gut, dann haben wir das ja geschafft. Wir haben ihn gefangen genommen. Der ist jetzt bei uns im Kerker, richtig? Was machen wir mit diesem verstümmelten Bauernführer, der auch wirklich gar nichts für uns leisten kann? Wollen wir den vielleicht hinrichten? Denn das ist immerhin ein Katholik, ne? Das ist immerhin ein Katholik. Wir bekämen Schrecken, verlieren Anspannung wegen religiöser Eiferer. Genau, das passt nämlich dazu. Ich bin nicht mal ein Tyrann. Wir könnten ihn erhängen, weil er ist ein Bauernführer. Da finde ich die Enthauptenstrafe irgendwie unpassend. Das macht man eher bei Adligen. Ja, seinen Arm hat er schon verloren. Jetzt kommt noch der Kopf kommt nicht mehr hinzu. Stimmt ja gar nicht, erhängen. Werden wir tun. So. Das war's mit ihm. Er wurde von uns hingerichtet. Ja, Aldona ist schon verstorben gerade im Kerker oder im Hausarrest. Und auch Cousin Marton. Achso, das ist der, der freigelassen wurde. Genau, okay, können wir alle Nachrichten löschen. Robert brauchen wir nicht. Für einen Gefallen auslösen. Ja, der ist landlos. Der bleibt einfach drin, so wie wir das gesagt haben. Der kann sich immer noch kein Geld leisten. 2 Gold. Wollen wir den für einen symbolischen Wert freilassen? Nein, das machen wir nicht. Wir wollen den vielmehr bei uns dann irgendwie vielleicht mal irgendwann als Krieger nehmen oder so. Mal gucken, wenn er bis dahin überlebt. So, wir können die Armeen ja auflösen jetzt. Denn wir brauchen sie nicht mehr. So, die Schlacht war ja siegreich mit geringen Verlusten erneut. So, Verbrecher können eingekerkert werden. Prinz Gesa, das wissen wir natürlich. Aber da werden wir erstmal nichts tun. Was wir tun werden, jetzt kehren wir natürlich zurück nach Hause. Und jetzt werden wir tatsächlich hier die Scheidung vornehmen. Denn das Problem hatte ich ja schon beschrieben, dass jetzt ein Einkerkern eine Tyrannei ist, weil wir kein Druckmittel gegen sie haben, weil wir das direkt aufgedeckt haben. Das ist natürlich unpraktisch. Andererseits hier so eine gottlose, feige Frau, das können wir nicht dulden. Also, dass sie feige ist, ist ja sowieso schon schwierig, weil wir dagegen tapfer sind. Aber dann auch noch den Glauben zu verraten, das ist wirklich zu viel. Wir werden uns scheiden lassen, egal ob uns das jetzt Frömmigkeit kostet oder nicht. Hier wird die Ehescheidung kommen. So, sie ist nicht mehr unser Ehepartner. Und wir werden sie jetzt auch... Ich kann sie nicht wegschicken, weil sie noch enge Verwandtschaft bei uns hat, ehrlich? Ha. Nee, wir müssen Vormund entfernen, ne? Genau, Angjalka auf jeden Fall, das wollen wir natürlich auch nicht. Und können wir jetzt entlassen? Nee. Die bleibt jetzt an unserem Hof. Das ist ja jetzt auch irgendwie kurios. Tja, kann ich nichts mitmachen. Ich kann sie nicht mal bitten, einen Kriegerorden anzuschließen. Das wäre natürlich auch irgendwie ein bisschen twisted. Sie ermorden ist natürlich jetzt, also das können wir natürlich machen, aber wir sind ja kein hinterlistiger Charakter. Wir haben die Konfrontation gesucht, wir haben beschlossen, was wir tun. Tja, und jetzt kriegen wir sie aus dem Hof nicht raus. Das ist ein bisschen unbefriedigend, möchte ich sagen.
Ja, dann müssen wir uns mal auf die Suche nach einer neuen Frau machen, würde ich sagen. Wir haben zwar schon 12 Kinder, aber wer hindert uns daran, noch mehr Kinder zu bekommen? Ich denke, niemand. Mal sehen. So, und wir können für Angyalka jetzt auch einen neuen Vormund wählen. Sie ist also kriegsmäßig unterwegs. Leider können wir das nicht selber machen. Wir haben schon wohl 2 Kinder in der Vormundschaft. Apat und Sophia natürlich. Ja, dann könnte unser Champion das machen. Der gebrechliche legendäre Schwertmeister könnte sie unterrichten. Oder irgendein anderer Champion, aber dazu haben wir natürlich auch jetzt nicht so das Riesenvertrauen zu diesen Leuten. Vor allen Dingen so jemand wie, wie war der denn, Voimil, der hat ja schon hier ein Geheimnis, also, nee. Nehmen wir mal Sirkan, den Indigo-Ritter, der ist so legendär. So, wir könnten sie zum Beispiel hier dann, ja, das machen wir natürlich nicht, Kultur wechseln oder Glauben konvertieren. Druckmittel einsetzen, nö, das wird er ja machen. Vorschlag abschicken. Dann haben wir Angyalka wieder unter Vormundschaft von Sirkan oder Sirchan. Gut. So, jetzt ist die Frage. Ehefrau. Wir haben ja hier diese Bündnisse geschlossen. Gibt es da... Naja, gut, mit Byzanzen Ehebündnis eingehen ist ja dumm, weil wir ja hier die Gebiete eigentlich jetzt erobern wollten, wenn der Waffenstillstand abläuft. Ich gucke immer auf die falsche Person, das steht ja hier. 955, 27. August, dann sind noch gut 3 Jahre, die wir immer noch zu warten haben. Also so ein Krieg steht erstmal nicht an. Die sind... Slawisch, auch ein Ehebrecher hier, Häuptling Vanko. Das sind irgendwelche tengrischen Leute. Also mit den tengrischen kann ich mir, genau wie mit den Slawen, eigentlich aber auch Bündnisse vorstellen, weil das ja alles Stammeskulturen sind. Sie ist sogar eine weise Frau, Kukatschin. Und sie hat keinen Ehepartner mehr als benachbarte Herrscherin. Sie ist... mitfühlend, maßvoll und gerecht. Sie ist sehr, sehr versiert in der Kriegsführung. Sie ist kampfstark. Sie könnte sogar einen Zweikampf mit uns aufnehmen. Leider einsiedlerisch und appetitlos, ein Galant. Eine Pilgerin, eine weise Frau. Auch wenn wir ihren Glauben jetzt nicht als gut betrachten, sondern als feindselig. Geht hier überhaupt eine Heirat mit ihr? Sie würde es nicht annehmen. Matrilineal würde sie das aber machen. Wäre das ein Argument? Nee, aber matrilineale Kinder wollen wir ja auf gar keinen Fall. Ja, Glaube ist auch minus 25 und wir haben eben schon so viele Bündnisse. Vielleicht sollten wir uns wirklich nach einer lokalen Frau... umschauen. Ist es vielleicht... Ja gut, sie ist ja noch mit Janosch verheiratet. Sonst hätte ich auf Yolan plädiert. Die uns ja auch ein bisschen... Naja, sie ist halt wahnsinnig, will man das? Und sie ist ja auch noch verheiratet, also das geht ja auch nicht so ohne weiteres. Nee, das funktioniert nicht. Wir könnten natürlich eine der Konkubinen aufsteigen lassen, oder? Ich meine, mit Anna haben wir mit Abstand das beste Verhältnis und sie hat hier wertvolle Arbeit als Ratspitzelin geleistet. Wir könnten also eine tatsächliche... Heirat mit ihr durchführen. Da kommen auch keine Kinder mehr zustande. Das finde ich aber okay. Das muss jetzt bei 12 Kindern nicht mehr sein. Und wir bekommen immerhin ein bisschen Prestige. Sie natürlich auch. Matrilineal ist ja Quatsch. Ja, ich glaube, das macht Sinn, dass Dänisch sich jetzt aus seinem Konkubinat in Anführungsstrichen bedient. Das klingt ein bisschen komisch. Aber es hat den Vorteil gleichzeitig auch, dass wir... Anna, die ja auch schon bekehrt worden ist, die hoffentlich glaubensfürchtiger ist als
Warum ist Pretschlava hier noch Königin? Was ist das? Das kann nicht korrekt sein. Das muss irgendwie aktualisiert werden, glaube ich, noch. So, wir haben nämlich jetzt einen Konkubinenplatz frei. Konkubinen, nicht Konkurbinen. Wir könnten jetzt Katalin nehmen, die ja 33 ist und die Nachfolgerin werden soll für Georgie. Und das wäre ja eine gute Position, sie gleichzeitig als Ehefrau zu nehmen. Warum nicht? Ja, wir nehmen sie als Konkubine. Das macht für mich hier doch sehr viel Sinn. Gut. Okay, dann gucken wir mal, was jetzt hier herausgefunden werden kann. Anspruchsteller will ich nicht einladen. Sterne lesen geht nicht. Komplotte vorantreiben, braucht eine höhere Anspannungsstufe. Gold von Kriegerorden leihen, haben sie nicht genug Geld. Wir haben jetzt hier auch richtig viel Gold erneut. Vielleicht können wir auch die anderen Besitztümer noch mal ein bisschen ausbauen hier. Weitere Kriegerhütten wären ja hier möglich, ne? Wir haben jetzt hier so viel. Das können wir hier in Eshtagom und auch in Shekeshwerwar, denke ich mal, machen. Gut, dann haben wir hier ein bisschen was ausgegeben wenigstens. Ein bisschen Verbesserung und Ausbau im Reich. Wollen wir eigentlich unser viertes Besitztum nochmal? Ich vergesse das immer. Hier unten in Kevevar. Da können wir sowieso mal was bauen. Hier ein Kriegslager. Gut. So, das Bündnis mit Mstislav ist ausgelaufen. Ja, weil wir nicht mehr länger verheiratet oder verlobt sind. Aber ich denke, wir sind so stark, wir kommen jetzt auch ohne dieses Bündnis zurecht. Von daher lassen wir Moldawien Moldawien sein. Also mit irgendwelchen Ungläubigen, die uns hier in die Parade fahren, wollen wir da in die Richtung erstmal längere Zeit, glaube ich, nichts zu tun haben. Aha! Und jetzt wird's delikat. Unsere neue Verbündete Kanum Dilek ruft uns, um gegen Mstislav gleich anzutreten in einem Krieg. Und ich glaube, da wir tapfer sind, werden wir das auch tun und werden uns da engagieren. Es geht gegen Mstislav und Oberhäuptling Mart von Karelien. Und wir unterstützen natürlich unseren Sohn Endre. Auf jeden Fall. So, Walachisch-Moldawischer Unterwerfungskrieg. Wer hat hier eigentlich welche Aggression? Sie greift... Ach, das ist noch der alte Krieg. Ja, das ist ja okay, jetzt wo das Bündnis weg ist. Werden wir hier überlegen sein. Das heißt, wir werden einmal die Truppen hier ganz im Osten ausheben. Oder vielleicht nicht hier in den Bergen, sondern hier rund um Shekeliföld. Und werden dann hier drüben diese Armeen versuchen zu besiegen. Das ist gut. So, es gibt einen leeren Ratsposten. Ach so, Ratsspitzelin ist jetzt kurz weg. Da müssen wir dann mal einmal... ach so, sie kann jetzt nicht mehr, weil sie natürlich jetzt hier Königin ist, ne? Okay, dann brauchen wir einen neuen Spitzel, Schrägstrich Spitzelin. Ja, man könnte Voimil argumentieren, aber ich finde das schwierig, weil wir halt ein religiöser Eiferer sind, ne? Wir können natürlich ein Druckmittel uns holen, dann haben wir was gegen ihn in der Hand im Zweifelsfall, aber... Dass wir dem das durchgehen lassen, dass der ungläubig ist, finde ich nicht richtig aus der Sicht von Dänisch. Pretschlava ist halt gut, aber die wollen wir definitiv nicht da sehen. Ja, Khan Endre wäre eine gute Position. Unser eigener Sohn, dem wir ja am ehesten hier auch vertrauen, dem nächsten Verwandten. Ja, dann geben wir dem den Posten hier. Er wird also in 7 Monaten vielleicht noch weitere Geheimnisse aufspüren. Ja. Tja, Jolant ist leider nicht mehr so toll, aber sie ist halt unsere Freundin. Gut, dann werden wir die Truppen, denke ich, schon mal ausheben komplett. Oh ja, oh Gott, und ganz viele Truppen werden das hier. Schauen wir uns das schon mal an hier, was hier passiert. Das dauert jetzt ein paar Tage. Ja, aber wir müssen sehen, dass wir diese Armeen dann auch gestellt bekommen. So. Die sind auch noch hier am... Da sind wir als Befehlshaber mit 2 Champions. Das Problem ist nämlich, dass hier die Versorgungsschwellen super gering sind. Auch hier, ne? Also da ist echt nicht viel zu holen.
Also vielleicht sollten wir erstmal die Vorräte bei ihm zumindest ein bisschen aufstocken, dass er lange zehren kann. Aber wir warten erstmal ab, bis alle hier ihre Soldaten vollzählig beisammen haben in den Gebieten. Die Armee kommt jetzt hier auch noch ran. Die will jetzt ganz in den Norden ziehen, hier von Norden reinfallen ins Land. Da würde ich fast sagen, wir kommen dann vielleicht von Süden, ne? Von der anderen Seite. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Hm. Was ist das? Eine hilfreiche Warnung. Ich habe ein Schreiben von König Dietwin vom Ostfrankenreich erhalten. In ihm wird behauptet, Prinz Borisch, mein Cousin, hätte Unterstützung in einem Komplott gegen mich erbeten. Ich schätze nichts mehr als Treue, schreibt Dietwin in seinem Brief, und deshalb teile ich dieses Wissen mit euch. Also ein religiös eifernder Katholik schreibt einem religiös eifernden Taltosisten. Sollen wir das denn glauben? Öffentlich bezichtigen? Nee, das ist... Also ich würde ja zum Letzten tendieren, weil wir sind eben religiös eifernd. Wir vertrauen doch keinem katholischen Frankenherrscher, der noch dazu selbst als absoluter religiöser Hardliner bekannt ist, wenn der mir erzählen will, dass mein Vasall mich angeblich hintergeht. Ich meine, klar, wir misstrauen anderen, aber das bezieht sich halt auch auf auswärtige Herrscher, ne? Das denke ich aber auf jeden Fall. Wenn Borisch illoyal ist, dann bekommt er wegsehender Lehnsherr. Oho, das sehen wir dann aber, das ist ja komisch. Das würden wir dann sehen, ne? Aber wir werden dem, das ist halt einfach unser Charakter, wir trauen dem hier nicht. Meine Vasallen haben meine volle Unterstützung. Und jetzt gucke ich mal nach, ob Borisch... Nee, der ist nämlich nicht illoyal, oder wir wissen es jetzt einfach nicht. Nick the Crimson Knight, das ist ein englischer Titel. Achso, Nick heißt Nickname, da ist irgendwie so ein Stringfehler drin. Der Crimson Knight, was ist das, der graue Ritter oder so? Bin mir nicht ganz sicher, was Crimson heißt, aber okay. Schade, dass man das jetzt nicht umbenennen kann. Eigentlich sollen das deutsche Spitznamen sein, aber das hat hier irgendwie nicht funktioniert mit dem String. Schade. Na gut, Boris der Zweite. Also, man könnte natürlich auch ihm gegenüber... Ich meine, was hat er denn gemacht? Ach so, weil er gegen mich aufbegehrt hat. Das war die Geschichte, genau. Ursprünglich mal. Naja, liebe Leute. Also, das kaufe ich dem Ostfrankenherrscher Dietwin oder wie er heißt nicht ab. Das mag er jetzt nicht, aber das ist sein Problem. Also gegen so einen Herrscher habe ich Reservierungen, also bin ich reserviert und ich glaube nicht, wirklich nicht, dass das stimmt, was er da behauptet hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Von daher... Nee, das ignorieren wir geflissentlich. Gut, liebe Leute, das war's erstmal für diese Staffel. Wir werden dann beim nächsten Mal hier in den Krieg eingreifen mit unseren ganzen Armeen und werden, denke ich mal, nicht so große Probleme haben, den König von Moldawien zu besiegen, der jetzt sogar schon eingeschüchtert ist. Was haben wir denn für einen Ruf? 30 von 45 schon. Ja, das wirkt sich auch auf auswärtige Herrscher zum Teil aus, die als Nachbarn hier von uns da sind. Die unsere Nachbarn sind. Naja, unsere Vasallen lieben uns jedenfalls. Also vor Fraktionen brauchen wir hier wirklich keine Angst haben. Die lieben uns alle. Zumindest an der Oberfläche. Was darunter passiert, was wir nicht sehen, ist eine andere Frage. Okay. Liebe Leute, ich verabschiede mich, bedanke mich für euer Zuschauen bei dieser Staffel. Wie immer, kommentieren, liken und alles Mögliche, ihr kennt das Ganze, ist immer wichtig hier unter den Videos. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr habt es vielleicht gesehen, es gibt jetzt inzwischen auch bei mir die Möglichkeit, Kanalmitgliedschaften abzuschließen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da kriegt ihr, glaube ich, hin und wieder auch mal bei YouTube automatische Einblendungen, dass es das jetzt bei mir gibt.
Oder einfach mal in der Videobeschreibung gucken, was für andere Unterstützungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Patreon noch existieren, wenn ihr da interessiert seid. Schaut einfach mal rein. Okay, ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.